Dafür hätte ich ein Level abbekommen sollen. Was zum Teufel war das? Kein Gesicht, deformierte Organe. Wie kann das Ding lebendig gewesen sein? Also, die Philosophen debattieren ja noch, was lebendig eigentlich heißt. Ich würde ja staunen, aber nicht nach dem, was ich gerade gesehen habe. Wer seid ihr? Tiere jedenfalls nicht. Betrachte uns als Freunde des Hauses. Bremer Stadtmusikanten haben wir auch gefunden. Zumindest zwei davon. Geht's ja zum ersten Pedal. Oh, hoffentlich auch der letzte. Was ist damit? Was könnt ihr mir dazu sagen? Ein Freund von euch? Wir haben ihn den Pedel genannt. So eine Kreatur habe ich noch nie gesehen. Woher kam sie? Von sehr weit fort. Der Pedel sollte Herrin Iris und das Haus bewachen. Er hat sich um den Garten und um ungebetene Gäste gekümmert. Von sehr weit fort. Woher denn genau? Der Name des Ortes würde dir nichts sagen. Pedel, das war übrigens nicht meine Frage, Hund. Meine Frage war, von woher genau nicht würde mir der Name des Ortes etwas bedeuten? Was führt ihr für einen Mummenschanz auf? Hättet ihr mich nicht warnen können? Nein, wir sind zur Diskretion verpflichtet. Warum redet ihr dann mit mir? Warum? Nun, wir haben selten Gelegenheit, mit Menschen zu reden. Wir sind neugierig, was dich herführt. Ich brauche eine bessere Antwort als diese. Später. Später wird nicht kommen. Plot Twist. Kennt ihr den Hausherrn, den Eigentümer? Olgierd von Everreck? Ja, wir kennen ihn. Aber er ist fort. Seine Frau ist Hausherrin geworden. Fein. Ist die Hausherrin von Everreck da? Könntet ihr ihr ausrichten, dass sie einen Gast hat? Warum willst du sie sehen? Ich bin hier, um die lila Rose zu holen, die Olgierd Iris gegeben hat. Iris ist drinnen, oben in der Schlafkammer. Nimm diesen Schlüssel zur Hintertür. Ich muss mich wohl selber vorstellen. Schwarze Katze und schwarzer Hund. Ich krieg zu viel. Verrat doch nicht über den Plot Twist. Entschuldigung, ich bin halt gut darin, das zu raten. Ist ein Relikt gewesen übrigens. Der Pedel, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als eure Philosophenweisheiten sich träumen lassen. Bartolomeo Daras im Irrenhaus nach dem Versuch, Kontakte mit Kreaturen von einer anderen Ebene aufzunehmen. Der Pedel diente mit der Gleichgültigkeit eines Golems und erwies sich im Kampf als so gefährlich, wie er bei der Arbeit gewissenhaft war. Schmerz spürte er nicht, tatsächlich schien jeder Hieb ihn zu stärken, gleichgültig, ob er ihn einsteckt oder austeilte. Als Waffe benutzte er seinen Spaten. Ferner konnte der Pedel mächtige Geister aus dem Gräbern rufen, die er geschaufelt hatte und sich selber stärken, indem er diese Geister absorbierte. Es fiel dem Hexer nicht leicht, den vernichtenden Spatenstreichen auszuweichen. Seine einzige Chance, die Kreatur zu verwunden, bestand in den Phasen, als der Pedel mit dem Spaten im Boden außerweltliche Energien beschwor, um seiner Gegner vor Angst zu lähmen. Schrecklicher Gegner! Wache die Kreaturen vom Obergeschoss! Wie soll ich euch anreden? Wie jetzt? Unsere Namen behalten wir lieber für uns. Auf die Kreatur von einer anderen Ebene. Wir nutzen dann mal dein Spaten-Dude, ne? Ja, der ist tot. Rip. Ernsthaft? Anscheinend. Was ist das? Eine Bürste. Eine Bürste. Mit Blumenmuster. Hübsch. Ah, höchstwahrscheinlich habe ich jetzt wieder eine Quest vorgenommen. Ups. Naja, das passiert. Der Pedel. Puh. Muss ja sagen, ich fand die Pedalos besser in der Schule als ein Pedel. Silberner Becher. Silberner Bernsteinring, nett. Was haben wir hier Rotes? Dung? Samen und Zwiebeln. Hier gärtnert immer noch jemand. Okay.
Noch ein Eindringling, den der Pedell begraben hat. Keine Ahnung. Es gibt doch 10.000 Sachen, die man eher machen kann, als einfach, oh, Dude, den töten wir jetzt. Nicht? Doch. Ich kenne diese Gottheit nicht. Seltsam. Olgierd kommt mir gar nicht fromm vor. Ich meine, klar, Diebe brechen ein, aber halt andere, da ist noch ein Grab. Andere Dudes hätte man noch einfach sagen können, geh. Die Diebe wollten die Statue wohl mit Seilen runterlassen. Dann hat sie etwas vertrieben. Ja, ne? Also, wenn Zeuge Jehova hier anklingeln würde, dann... Es wäre seine letzte Tür gewesen. Bei der er es versucht hätte. Was ist hier rum? Nochmal irgendwas zum Angucken, weil ich finde es an sich interessant, so ein bisschen mehr von Olge zu erfahren. Da ist ein Brunnen. Ich komme hier aber nicht durch, oder? Nein. Komme ich von der anderen Seite ran, an den Brunnen? Entschuldigung, Hund und Katz. Da ist ein Brunnen. Das ist gerade interessanter als die Story für mich. So, zerquietsch. Oh wow, den habe ich halt wirklich einfach voll ignoriert. Das Seil sieht neu aus. Der Eimer ist repariert. Gärtnerhütte. Da vielleicht? Das Werkzeug ist unheimlich gut sortiert. Unheimlich gut sortiertes Werkzeug. Naja. Ist es eine Pfanne? Ja. Kann ich noch eine Stunde meditieren? Ich habe ein bisschen Sorge, dass der Pedell dann wieder auftaucht, aber... Jetzt weiß ich ja, was das für eine Kreatur ist. Dementsprechend behaupte ich, ich kann ja dann auch einfach ausweichen. Ich kann es behaupten. Okay, anscheinend ist jede Tür Kevin allein zu Hause und wann immer man sie berührt oder ähnliches, fängt sie an, einen umbringen zu wollen. Das ist halt Fall für die Ghostbusters. So. Ich habe Angst. Ist die Frau tot? Hey, Alkohol. Ist hier ziemlich dunkel. Warte, ich nehme mal eine Katze. Schwertwahl, da. So, dann sehen wir ein bisschen was. Also ich meine, euer Haus ist nicht unbedingt hübsch. Mehr. Bisschen staubig auch vielleicht. Also, keine Ahnung, vielleicht solltet ihr nicht nur Gärtner, sondern auch Haushälter einstellen? So, kleiner Tipp. Spoopy leuchtendes Gemälde. Vorsichtig sein. Ihre Skizzenbuch. Was zum Teufel war das? Ich hab mich nicht erschrocken. Nein, ihr habt euch erschrocken. Hat niemand gehört. Der Fuck ist ja nicht nochmal Spiel, ey. Ich fühle mich gerade nicht gut. Geräusch. Okay.
Nein! Olgiert, wie ich ihn nie gesehen habe. Ein anderer Mann. Oh, ich will nicht. Verzeihung. Ich stelle mir gerade Schatten vor, wie aus dem Sitz der Patientin noch rumgehüpft ist. Du würdest nicht ganz falsch liegen. Ich bin definitiv zusammengezuckt, ja? Was ist in diesem Raum? Noch mehr Spoopy-Geräusche? Hm, ordentlich und alles sauber. Es kann serviert werden. Der Pedell muss den Tisch noch decken. Goddammit! Achso, hier komme ich nicht hoch. Also, keine Ahnung, warum deckt der Pedell den Tisch, wenn er das Haus nicht sauber hält? Weil wir mit einem Spaten das schlecht Staub wischen. Das gebe ich zu. Okay, da komme ich nicht rein. Mit dem Spaten hat er Staub gekratzt. Das sind die Versuche, ne? Deswegen ist die Treppe zusammengebrochen. Er hat ein bisschen zu sehr zugehauen mit dem Spaten. Was ist das für eine komische Pflanze, die da leuchtet? Soll mich jemand aufhalten? Ah, Hahnfaser. Alle glücklichen Familien gleichen einander. Jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich. Ich bin gerade auch unglücklich. Ich bin gerade auch eine unglückliche Familie. Kann ich hier rüber? Ja. Soll ich hier rüber, ist jetzt die andere Frage. Na gut, die ganzen Türen, die funktioniert nicht einmal. Und die vermutlich auch nicht. Hey, ist das nicht hier ein Bild von dem komischen Priester-Dude, von dem Obersten? So, jetzt haben wir doch mal die Dandelion. Wie heißt er im Deutschen nochmal? Rittersporn, genau. Rittersporn gegeben. Brandschaden. Interessant. Ach, ist es das? Ich hab Floren gefunden. Heimwerker-Enzyklopädie. Hier, wir haben Balkon gefunden. Okay, auf dem Balkon fühle ich mich sicherer als auf in modriger Wohnung. Nope. Muss ich wirklich? Okay, da ist nichts mehr. Ich habe das Gefühl, das ist der richtige Weg. Verzeihung. Ach, hier geht's auch nochmal rein. Geht's hier denn weit runter? Es scheint weniger so zu sein. Geralt. Ist schon eher uninteressant. Da sind noch Bücherregale, die ich plündern kann. Achso, ach, sonst habe ich ja auch nichts mehr. Ah, okay. Ja, okay, dann müssen wir da lang. Gut. Führt keinen Weg dran vorbei, leider. Ich speichere gerade nur, keine Ahnung, so. Vielleicht muss ich aus Versehen Alt F4 gedrückt haben. Zu einem Zeitpunkt, wo es spoopiger wird. Aber es wird nicht besser. Aber hier oben ist hübsch. Okay. Au, 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 au. Au, au. Au.
Wait! What? Ah, okay, ich muss dann das Bild kaputt machen. Wenn es leuchtet. Okay, das ergibt Sinn. Warum ist hier alles so, oh, ich regeneriere Kram? Ist doch voll doof. Please no. Ist ja fast so, als wärt ihr alle unsterblich wie Olgierd. Wer hat euch das denn erlaubt? Ach so, anderes Bild. Au, au, au. Mädel, Mädel, Entschuldigung. Du bist nicht ganz mein Typ, okay? Ich stehe eher auf Lebende. Ah, Mann. No, Geralt, jetzt lass dich doch mal bitte nicht steuern wie Hintern. Hier. So, welches Gemälde? Das da. Bevor sie sich ganz groß irgendwie regenerieren kann. Und stöhn mich nicht so an, Mädel, das ist unhöflich. Puff. Nochmal Erfahrung. Der Kampf war weniger schlimm als... Was zum Teufel war das? Ach, jetzt brennen hier alle Gemälde. Ah, gut, hier ist Harnfaser. Sollte ich das vielleicht ausmachen mit einem Art, bevor ich hier Probleme bekomme? Durch 7 Türen musst du gehen, 7 spukige Gemälde musst du sehen. Please no. Die Tür ist vermutlich auch abgeschlossen, ja. Schlafgemach. Hier sollte Iris sein. 2,50 darauf, dass Iris tot ist. Oder ein Freesub, wie wär's damit? Das muss sie sein. Mist. Du wolltest sie sehen. Da ist sie. Man sollte seine Wünsche vorsichtig formulieren. Das hilft gegen Enttäuschungen. Soll das ein Witz sein? Warum habt ihr nicht gesagt, dass sie tot ist? Du hast nicht gefragt. Ah, und wieso ist sie nicht begraben? Wir können das nicht. Und dem Pedell, den du besiegt hast, hat sie zu Lebzeiten befohlen, sich für immer von ihr fernzuhalten. Ah, okay. Aber selbst, weißt du, selbst wenn ich euch Fragen stelle, dann antwortet ihr mir doch auch nicht. Dann gibt's ein später oder selbst wenn wir es dir sagen würden, du würdest ihn auch nicht kennen. Weißt du, so, ja, du musst dann die richtigen Fragen stellen. Und wenn man dann Fragen stellt, dann kriegt man eh doof Antworten. Je mehr ich erfahre, desto stärker wundert mich, dass ihr mir helft. Wir wurden herbeigerufen, um Iris von Everek zu dienen. Unsere Herrin ist tot, aber das entlässt uns nicht aus dem Dienst. Verstehe. Ihr wollt diesen Ort und diese Leichen verlassen. Überrascht? Nein, überhaupt nicht. Ich mag es, wenn Geralt sich so mit übernatürlichen Wesen oder Monstern hinsetzt und dann einfach mit ihnen redet. Das ist so eine Perspektive, die ich einfach unglaublich cool finde. Marmorsteine und Eisen bricht, aber unser Hexer nicht. Alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu. Moin Alternis, was geht ab bei dir? Wie ist sie gestorben? Wunden oder Kampfspuren sehe ich keine. Ihr Herz ist gebrochen. Das heißt, Herzinfarkt? Nein, es ist einfach geplatzt. Kaum zu glauben. Und doch genau das, was geschehen ist. Eines Tages schloss Iris die Vordertür ab, legte sich hier hin und starb an Trauer und Einsamkeit. Ist ihr zweiter Name zufällig Padme? Ihr Geist ist rastlos und zornig, greift Eindringlinge an. Warum? Herrin von Everek hat viel erduldet. Sie ist Gäste nicht gewöhnt und mag keine seltsamen Leute.
Sie kann uns nicht hören. Mag keine seltsamen Leute, hat aber ein Pedell. Ich würde behaupten wollen, ein Pedell ist alles nur nicht normal. Nur nicht seltsam. Geplatztes Herz, was ein schöner Tod. Ja, ich glaube mal, das geht dann aber auch schnell vorbei. Moin, Chucky, was geht ab bei dir? Ich muss wohl mit Iris Geist sprechen. Das wird nicht einfach. Unsere Herrin ist von Zorn und Bitterkeit erfüllt. Ich habe meine Methoden. Ich muss sie begraben. Aber der makabre kleine Friedhof des Pedells taugt nicht. Zu viel Blut, zu viel Angst. Sie war viel im Garten vor dem Haus. Dann vielleicht dort. Halt! Nimm den Schlüssel. Er passt zur Vordertür. Gutes Hundchen. Wie war die Lasagne? Die Lasagne hat geschmeckt. Geralt Dr. Doolittle? Hab ich jetzt die Leiche im Inventar? Verzeihung. Ich wollte eigentlich da nochmal hin und mich noch ein bisschen weiter umsehen. Jetzt sind ja hoffentlich so alle bösen Geister und so vertrieben und tot. Guck mal, die Gemälde brennen nicht mehr. Da leuchtet nämlich noch etwas. Rot. Porträt von Iris und Olgiert. Erlesen. Oh, das ist halt wirklich ein hübsches. Oh, sollen wir ihm dann einfach das Porträt bringen? Die lila Rose. Verzierte Robe, verzierte Stiefel. Ne, das ist quasi die Rose, die lila Rose, die er verschenkt hat, dass die das Gemälde ist. Und dann haben wir das. Dann haben wir das. Oh, eine Küche. Klar, nehmen wir Kram mit. Ich bediene mich mal an deinem Alkohol, Mädel. Ich weiß, du hast kein Problem damit, du bist so ziemlich tot. Gut, dann gehen wir jetzt durch die Vordertür. Oder kann ich hier nochmal? Nein, die Tür funktioniert nicht. Gehen wir durch die Vordertür, suchen einmal nach einem geeigneten Rastplatz für sie. Und, also letzte Ruhestätte, Entschuldigung, Rastplatz klingt vielleicht ein bisschen falsch. Ja, wir suchen eine geeignete Rastplatz, um dort unsere Iris einfach auszusetzen. Wie so ein Hund, den man nicht mehr möchte. Ach Gottchen, hallo ihr. Sie hat gerne hier gesessen, aber als Grab taugt der Platz nicht. Das sagst du jetzt. Oh. Ich suche weiter. Gut, wenn der Hund hat einen guten Grund genannt, Katze. Hier sind noch andere Tote. Iris von Everick liebte Blumen. Sie würde sie nicht mal umknicken. Na gut. Ich hebe das Grab woanders aus. Weiße ist tot und trotz alledem greift uns erst an und dann noch wählerisch. Ich glaube, es hackt. Der Ort scheint zu passen. Ja, sie hat gerne gemalt. Hatte Iris von Everick letzte Wünsche? Vielleicht, wie sie bestattet werden wollte? Sie hat den Tod gefürchtet, dass niemand zu ihrem Begräbnis kommt oder ein Abschiedswort sagt. Dann werde ich das wohl machen. Hey, wir haben doch den Spaten auf dem Rücken, Geralt. Ich kannte Iris von Everick nicht persönlich, aber ihre Bilder hier zeigen, dass sie und Olgiert ein liebendes Paar waren. Iris muss einst glücklich gewesen sein. Manchmal verwirrt das Schicksal unsere Wege und das Leben wird schwer zu ertragen. Doch im Tode verdient jeder Ruhe und Frieden. Ihr beiden,
Habt ihr letzte Worte für eure Herrin? Wir beteiligen uns nicht an menschlichen Ritualen. Wir vertrauen darauf, dass du den Gebräuchen Genüge getan hast. Was für beschissene... Egal. Ich weiß nicht, ob diese Bürste dir gehörte. Aber wenn du hübsche Dinge mochtest, hast du sie vielleicht gerne bei dir. Ich dachte, ich kann alles einfach drauflegen. Die Überreste sind beerdigt. Zeit, sie zu rufen. Geplagter Geist, ich habe deine Gebeine beerdigt. Lass ab von deinem Zorn und Kummer. Zeige dich. Verzeih, dass ich dich aus deinen Gefilden rufe. Ich muss dich fragen... Ich soll dir folgen. Also schön. Das klingt nach keiner guten Idee. No! Wo bin ich hier? Wir wurden geroofied. Mal wieder. In der gemalten Welt. Der Arbeit von Iris von Everick. Wie seid ihr zwei hergekommen? Es gibt uns in beiden Welten. Wurde der Hexe gebrandmarkt? Ja. Seltsamer Ort. Geboren aus den Träumen von Iris von Everick. Als sie noch lebte, existierte die Welt nur in ihrer Vorstellung. Danach gewann sie Substanz. Fantastische Geschichte. Schwer zu glauben. Das solltest du aber... Und gib gut Acht. Die gemalte Welt ist voller Gefahren. Wirklich? Keine Ahnung. Wenn du dir deine ideale Traumwelt machst, warum machst du dir da Gefahren rein? Was soll denn der Müll? Wie hat man denn das geschafft? Er zerschnitte doch alles, was Beine hat. Also gut. Es ist wirklich hübsch hier, aber wo ist Iris? Du hast sie nur für einen Moment erweckt. Wenn du mit ihr sprechen willst, musst du sie ganz aus dem Schlummer reißen. Ja, aber wie? Du bist doch Spurenleser. Draußen hast du Spuren untersucht. Ja, und? Diese Welt besteht aus verschwommenen und verblassten Erinnerungen, die unsere Herrin vergessen möchte, aber nicht kann. Du musst sie finden und wiederherstellen. Rufe die Ängste herbei, die Iris plagen, und zerstöre sie. Klingt einfach. Super, geil, danke. Was bin ich, Dr. Phil? Oh, irgendwie macht mir die Welt leichte Kopfschmerz, muss ich gestehen. Wir bleiben hier nicht länger als nötig, okay? Wie haben wir das geschafft? Wir haben uns mit einem übernatürlichen Geist angefreundet. Gaunter Dimm hat's für uns gemacht. Ah, Bee!